Da ist natürlich häufig ein ganzes Kalenderjahr verstrichen. Das führt nicht zu einer Beschleunigung. Wenn Sie aber wissen, dass Sie beide eine zügige Scheidung wollen, dann fangen Sie relativ zeitnah im Zusammenhang mit der Trennung an. Die Trennung zügig und problemlos gestalten, ja, das wünschen sich viele Eheleute. Funktioniert das? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Scheide dich glücklich. Mein Name ist Martina Ammon und ich betreibe seit über 20 Jahren eine Kanzlei für Familienrecht. Und hier auf meinem Kanal soll es darum gehen, wie man als Ehepartner, als Eheleute miteinander konstruktiv Trennung und Scheidung bewältigen kann. Heute daher eine Antwort auf die häufig gestellte Frage: Kann ich mich denn zügig und problemlos schnell scheiden lassen? Das kann ich, es kommt aber immer auf den Einzelfall an. Wenn die Ehe noch nicht besonders lange besteht, das heißt unter 3 Jahre oder um die 3 Jahre, dann sprechen wir Juristen davon, dass es eine Ehe von kurzer Dauer ist. Dann ist es möglich, sich ohne den gesetzlichen Rentenausgleich zu scheiden. Das heißt, in dem Fall können Sie nach Ablauf des Trennungsjahres, das immer abzuwarten ist, die Scheidung einreichen und werden dann in der Regel innerhalb weniger Wochen oder vielleicht von 2 bis 3 Monaten geschieden, weil der Rentenausgleich nicht durchzuführen ist. Wenn der Rentenausgleich durchzuführen ist, dauert es ab Einreichung der Scheidung mindestens 3 Monate. In der letzten Zeit, ehrlich gesagt seit Corona, kann man sagen 5, 6 Monate, bis die Renten geklärt sind. Und ohne eine Klärung der Renten kann und darf im Grunde genommen der Richter Sie nicht scheiden. Jetzt ist die Frage, kann man das Ganze beschleunigen? Ja, Sie können es beschleunigen. Und zwar können Sie es beschleunigen, indem Sie sich anlässlich Ihrer Trennung schon einmal um Ihre Rente kümmern, indem Sie sich mit der Rentenkasse in Verbindung setzen und fragen, ob auch alle Versicherungszeiten geklärt sind, eine sogenannte Kontenklärung durchführen. Und was Sie auch machen können, Sie können sich über die sogenannten Scheidungsfolgen schon im Trennungsjahr verständigen. Viele Ehegatten machen es so, dass sie erstmal den Ablauf des Trennungsjahres abwarten, dann erst zum Anwalt gehen, dann die Scheidung einreichen und dann anfangen, die Folgesachen zu klären. Da ist natürlich häufig ein ganzes Kalenderjahr verstrichen. Das führt nicht zu einer Beschleunigung. Wenn Sie aber wissen, dass Sie beide eine zügige Scheidung wollen, dann fangen Sie relativ zeitnah im Zusammenhang mit der Trennung an, sich über die Scheidungsfolgen mit dem anderen Ehepartner zu verständigen. Und bestenfalls haben Sie dann, wenn das Trennungsjahr abgelaufen ist, schon eine fertige Vereinbarung in der Schublade, die dann anlässlich der Scheidung entweder vom Richter protokolliert wird oder Sie waren vorher schon beim Notar, haben eine sogenannte notarielle Scheidungsfolgenvereinbarung abgeschlossen und machen dann anlässlich der Scheidung nur noch den Rentenausgleich und werden dann geschieden. Ein ganz wichtiger Aspekt noch zur Frage der notariellen Scheidungsfolgenvereinbarung. Auch hier mein ganz klarer Rat: Lassen Sie sich nicht nur notariell beraten, sondern gehen Sie bitte zu einem Fachanwalt für Familienrecht und lassen Sie sich anlässlich Trennung und Scheidung auch für die Abfassung der notariellen Scheidungsfolgenvereinbarung beraten und gehen Sie dann nur zum formalen Abschluss zum Notar. Hintergrund dieses Rates ist schlicht die Tatsache, dass die Anwälte über streitige Auseinandersetzungen, über aktuelle Tendenzen in der Rechtsprechung anders informiert sind, weil sie eben auch vor Gericht auftreten, weil sie die prozessuale Seite kennen, während Notare, das ist auch ihre Aufgabe, ausschließlich kautelarisch, also ausschließlich außerhalb des Gerichtes beraten. Und es ist einfach ein Unterschied, mit welcher Perspektive ich hier an die Trennung und Scheidung und die Formulierung einer Vereinbarung herangehe. Wenn Sie konkreten Beratungsbedarf haben, freue ich mich, von Ihnen zu hören.